Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Jahrespressekonferenz vom Verband Deutscher Seilbahnen. Unser Titel heute müsste eigentlich lauten: Traumstart in die Wintersaison. Wir freuen uns natürlich riesig, dass wir dank der hervorragenden Wetterverhältnisse mit 2,60 Meter Neuschnee auf der Zugspitze und auch noch 80 cm am Spitzingsee und einer guten Kälte in vielen Gebieten sehr viel früher in die Wintersaison starten können, als wir geplant haben. Was es sonst noch an Neuigkeiten gibt und wie die Branche in Sachen Nachhaltigkeit aufgestellt ist, darüber informieren Sie heute unser Vorstand mit dem Vorsitzenden Matthias Stauch, Vorstand der Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn AG in Garmisch-Partenkirchen. Der erste Stellvertreter Henrik Volpert, Vorstand der Bergbahn in Oberstdorf-Kleinwalsertal. Und der zweiten Stellvertreterin Antonia Asensdorfer, Geschäftsführerin der Alpenbahn in Spitzingsee, Brauneck und Ballbergbahn in GmbH. Für die online Zugeschalteten darf ich noch den Hinweis geben, dass die Pressemappe ab sofort auf unserer Homepage www.seilbahnen.de freigeschaltet ist. Dann bitte, Matthias. Ja, von meiner Seite auch wieder ein herzliches Willkommen heute. Die Kolleginnen und Kollegen hast du mir ja schon vorweggenommen, sie vorzustellen. Also alle bestens bekannt, denke ich. Sie sehen uns hier natürlich eigentlich schon mit einem kleinen Grinsen im Gesicht alle miteinander. Warum? Klar, sogar hier in München ist es etwas weiß, aber in den Bergen ist es natürlich noch weißer. Und wir sind gerade noch am Rumrätseln, wann denn das letzte Mal so weit war. Einige sagen 98, also es gibt unterschiedliche Ansätze. Und das freut uns natürlich wahnsinnig, dass wir es mal wieder geschafft haben, pünktlich jetzt zum Start der Wintersaison auch das entsprechende Umfeld zu haben. Allgäu heute mit Söllerecke startet. Ja, morgen werden wir auf der Zugspitze folgen, auch Brauneck, Schliersee, Spitzingsee. Ganze oberbayerische Gegend. Denke, eine Liste ist auch im Internet, wo jeder nochmal nachschauen kann. Wir haben auch gehört, die Kollegen im Bayerischen Wald starten. Das ist natürlich auch super, dass auch Ostbayern in Betrieb gehen kann. Und das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen. Wir haben vorhin auch schon mal gewitzelt, ja, in dem Corona-Winter, wer sich erinnert, 2021, hatten wir auch tolle Bedingungen, nur hat uns leider nichts genutzt, weil da durfte man nicht fahren und war ein halbes Jahr gestanden. Umso mehr freut es uns natürlich jetzt, wie die Verhältnisse momentan sind. Also der Saisonstart ist schon mal gelungen. Rückwirkend kann man sagen, der Sommer war auch gut. Teilweise gab es wieder ein paar Sprünge, aber ich denke bei allen, ab Juli spätestens lief das Geschäft super. Und wer sich an den Spätherbst erinnert, es war ja wirklich so, dass dann in den Monaten September, Oktober und sogar auch noch in den Allerheiligenferien wirklich sehr guter Zuspruch war. Die Gäste waren alle zahlreich in unseren Gebieten vertreten und so konnten wir dann auch das Geschäftsjahr, das bei den meisten ja dann am 31.10. traditionell bei den Seilbahnen geendet hat, denke ich, wieder eine sehr gute Bilanz im Jahr 2022/23 erwirtschaften. Und so sind wir guten Mutes auf den Winter. Es zeigen auch die Vorverkaufszahlen. Die sind sehr gut, was jetzt Saisonpässe, Zeitkarten anbetrifft. Also alle Kollegen, mit denen ich bisher so gesprochen habe, haben mir das bestätigt. Die Leute sind heiß drauf, die Gäste zu kommen. Und ich habe vorhin nochmal mit daheim auch telefoniert. Man merkt jetzt einfach, aha, jetzt merken sie, es geht los. Es kommen immer mehr, die vielleicht noch nicht so ganz sich schlüssig waren, kaufe ich mir heuer einen Saisonpass oder nicht. Und Henrik hat berichtet, das Rolltor ging hoch und war Black Friday. Der Ansturm war auf jeden Fall sehr gut und kein Wunder bei dem vielen Schnee, den wir jetzt vor der Tür haben, dass alle ihre Ski noch schnell gewachst haben und heute Morgen genau kommt 8.30 Uhr am Start. Also auch die Skiservice-Experten haben alle Hände voll zu tun, obwohl die ja eigentlich auch schon immer Vorsaisonangebote haben, aber da sind sich die Leute dann oft noch nicht so ganz schlüssig, was mache ich denn? Aber ich denke, jeder, der jetzt momentan einen Skiservice und Skischule betreibt, hat sehr guten Zuspruch. Die ersten Kurse werden dann ja auch schon für die Einheimischen vor Weihnachten starten. Ja, und das alles zeigt sich eben auch in der Wirtschaftlichkeitsstudie, die wir wieder in Auftrag gegeben haben vom DWF, vom Professor Harrer. Wir haben uns diesmal extra die Zahlen aus der Saison 1920 angeschaut, 1819, 1920, weil das sind eigentlich die Vergleichszahlen, die irgendwo repräsentativ sind. Sie haben diese Studie alle in Ihrer Mappe auch mit drin, kann man auch alles nochmal nachlesen. Deswegen will ich mich auf zwei
Kernbotschaften eigentlich nochmal beschränken, was das Ganze betrifft. Es freut uns sehr, dass der Wertschöpfungsfaktor gestiegen ist. Wir haben ja diesen bekannten Wertschöpfungsfaktor von 5,1, den konnten wir jetzt sogar auf 5,3. Das heißt im Prinzip, jeder Euro, der bei uns verdient wird bei den Bergbahnen, hat nochmal den Faktor 5,3 im Umland. Und ebenso bei den Beschäftigten, wir haben über 3000 Beschäftigte, mehr oder weniger ganzjährig, es teilt sich dann unterschiedlich auf, je nachdem auf welchen Unternehmungen. Und daran hängen nochmal 16.000 Leute, die im Umfeld davon auch profitieren, weil kann sich ja jeder vorstellen, es werden Aufträge erteilt, die gastronomischen Betriebe brauchen Zulieferer. Also es ist schon ein riesen Wertschätzungsfaktor. Und was den Tourismus überhaupt betrifft, ich habe mir immer mal wieder so die Jahreszahlen angeschaut und da haben wir ja in Bayern allein eine Umsatzzahl von über 35 Milliarden. Das muss man sich mal irgendwo vor Augen halten, was da auch an Wertschöpfung betrieben wird. Und der Stellenwert des Ganzen ist leider nicht so, wie er eigentlich sein sollte und welche Umsätze wir erzielen. Also da, denke ich, gilt es noch dran zu arbeiten. Aber wir sind guten Mutes und es ist schon mal ein guter Ansatz. Ich leite mal über zu dir, Henrik, über die anderen Themen, die natürlich auch nicht ganz unwichtig sind. Genau. Ja, danke, Matthias. Insofern, wir freuen uns natürlich riesig über den frühen Start. Das ist natürlich auch ein wichtiger Impuls, wie Matthias das betont hat, für den Tourismus in der Region. Die Leute fangen nun an zu buchen, wenn sie es nicht eh schon für den Winterurlaub in Deutschland getan haben. Und insofern ist die Bedeutung der Seilbahn für den ländlichen Raum natürlich immens als Wirtschaftsfaktor. Aber ein zweites wichtiges Thema, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, ist dann natürlich auch vor allem die neben der wirtschaftlichen und der sozialen, die ökologische Nachhaltigkeit. Und die meisten unserer Unternehmen, egal ob hier in Bayern oder in den anderen Mittelgebirgen, sind kleine und mittlere Unternehmen. Häufig in Familienhand oder im Besitz lokaler Aktionäre. Da denkt man natürlich langfristig, ist nicht auf die kurze Rendite aus, sondern man denkt langfristig, wägt sorgfältig ab. Und wenn wir investieren, dann also natürlich eben genau mit diesem langfristigen Blick. Das heißt, gerade jetzt vielleicht in allgemein etwas unruhigeren und wechselhaften Zeiten überlegen wir uns doppelt und dreifach, bevor wir ein unternehmerisches Risiko eingehen. Schließlich geht es hier um die Existenz, ja, um tausende Arbeitsplätze, wie Matthias das betont hat, für die Region und für den ländlichen Raum. Und das gilt natürlich dann insbesondere, wenn große Veränderungen oder neue Einflüsse hinzukommen, wie natürlich seit Jahren der Klimawandel. Die meisten unserer Mitgliedsunternehmen, die Seilbahnunternehmen in Deutschland, sind Ganzjahresunternehmen. Und Ganzjahresunternehmen impliziert natürlich zwingend, dass es dafür einen Sommer und einen Winter braucht. Das ist ja auch das, was uns von den meisten ausländischen Destinationen oder den Destinationen über See unterscheidet, dass wir zwei Saisons bzw. 365 Tage bespielen können. Wenn wir aber jetzt in Zeiten des Klimawandels weiter auf den Wintersport setzen, dann machen wir das natürlich aus gutem Grund. Denn der Wintersport und das Schneeerlebnis mit all seinen Facetten ist und bleibt natürlich für unsere Gäste im Winterhalbjahr das wichtigste Reisemotiv. Und insofern habe ich für Sie hier heute auch eine gute Nachricht und auch einen dringenden Appell, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Natürlich, das ist ja absolut Fakt, bedroht der Klimawandel den Wintersport und wird ihn auch beeinflussen. Als Outdoor-Unternehmen in den Bergen, egal ob im Mittelgebirge oder auch in den Bayerischen Alpen, erleben wir natürlich die Folgen an vorderster Front. Wir sind die Leidtragenden einer Veränderung des Klimas und genau deswegen beschäftigen wir uns ja auch seit Jahren und Jahrzehnten intrinsisch mit dem Klimawandel, seinen Folgen und dem eigenen Fußabdruck, den wir persönlich selber hier vor unserer Nase erzeugen. Aber auch gerade der Blick in die Zahlen zeigt ja, dass wir selbst in dem Worst-Case-Szenario, wenn sozusagen der Klimawandel ungebremst weitergehen würde, wir trotzdem auch in den nächsten 20, 30 Jahren in Deutschland gute Wintersportbedingungen anbieten können. Und nein, das gilt dann nicht nur für die Kollegen auf der Zugspitze oder bei uns am Nebelhorn, sondern auch für die tiefer liegenden Skigebiete. Wir wollen aber ja diesen grandiosen Wintersport, den wir hier alle so lieben und der heute gestartet ist, nicht nur für 30 Jahre erhalten, sondern auch darüber hinaus. Wenn ich selber sehe, ich bin Vater von drei kleinen Kindern, mit welcher Begeisterung die im Schnee unterwegs sind, dann müssen wir alle miteinander doch dieses einzigartige Schneeerlebnis, das Knirschen unter den Schuhen, ja, die Freude beim Schwung ins Tal, nicht nur für 30 Jahre, sondern auch langfristig miteinander erhalten. Hier muss also jeder, auch jedes Unternehmen, seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und für uns Wintersportbetreiber
hat also der Kampf gegen die Klimakrise oberstes Ziel. Und auch wir leisten daher jetzt aktiv einen Beitrag. Ich meine, klar ist, jede Freizeitaktivität, wenn nicht die Alternative lautet, dass wir alle im Keller sitzen bleiben, benötigt Energie. Egal, ob ich baden gehe, verreise, ob ich Skifahren gehe, was auch immer mache. Wir, für uns, wir Seilbahnen in Deutschland, haben aber unseren Part in diesem ganzen Spiel in den letzten Jahren ausführlich analysiert, bewertet und für Sie heute ja auch aufgearbeitet. So konnte dank der technischen Weiterentwicklung der CO2-Ausstoß in unseren Unternehmen in den letzten Jahren deutlich bis drastisch gesenkt werden. Das sind zum Beispiel effiziente Direktantriebe für Seilbahnen, modernes Schneemanagement auf der Piste mit exakten digitalen Schneehöhenmesssystemen zum Beispiel, wo ich unter der Pistenraupe genau sehe, wie viel Schnee ich eigentlich habe und dann natürlich viel wirtschaftlicher arbeiten können. Das ist die Energiegewinnung aus eigenen Kraftwerken, zum Beispiel Wasserkraftwerke, die viele Kolleginnen und Kollegen betreiben oder große Photovoltaikanlagen, die in den letzten Jahren errichtet werden. Und so führt das in Summe dazu, dass heute schon die deutschen Seilbahnen über 3/4, sprich 74%, ihren Strom für den laufenden Betrieb bereits aus erneuerbaren Energien beziehen, sprich in dem Bereich schon klimaneutral unterwegs sind. Ein weiterer wichtiger Meilenstein, der gerade in den letzten zwei Wintern an Bedeutung gewonnen hat, ist dann auf der anderen Seite, wir sind ja schon elektrisch betriebene Unternehmen, aber in der Pistenpräparation, da haben wir noch den Diesel bis dato gehabt, der Einsatz von synthetischen Biokraftstoffen. HVO heißt ja da, der Klassiker, das spart dann nochmal 90% im laufenden Geschäft. Hinzu kommen natürlich die aktiven Bestrebungen Unternehmen, den Individualverkehr zu verringern. Denn, wie Sie alle bestimmt auch schon gehört haben, fast 80% der CO2-Emissionen eines Skitags werden ja durch die An- und Abreise verursacht. 20% entfallen dann ungefähr noch auf den Hotelaufenthalt, wenn ich also einen Wochengast betrachte. Und nur 2% der Emissionen auf das Skigebiet selber. Obwohl wir uns ja hier große Anstrengungen geben, denn wir sind ja für die 2% verantwortlich, diese 2% noch weiter herunterzudrücken. Damit ist aber auch klar, dass die klimafreundliche Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch für Seilbahnunternehmen klar von größter Wichtigkeit ist. Das ist im Tourismus der größte Stellhebel, den wir haben in Sachen Nachhaltigkeit, das Thema Anreise. Und deswegen kooperieren ja viele Skigebiete in Deutschland auch schon mit Verkehrsanbietern oder sind selber sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Unterm Strich ist für uns als private Unternehmen aber natürlich der Handlungsspielraum begrenzt. Daher appellieren wir natürlich auch stets vor Ort in der Region an die Politik, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum weiter voranzutreiben. Auch wenn wir uns gerade über die massiven Schneefälle freuen, und Frau Holle leistet ja jetzt wirklich gerade beste Arbeit, ist natürlich die technische Beschneiung für die Skigebiete in Deutschland ein weiterer wichtiger Baustein. Wichtig hierbei ist zu betonen, und das können wir immer nur wiederholen, dass bei Barber ja ausschließlich Wasser und Luft zum Einsatz kommen, aus dem Gemisch wird Schnee in der Maschine erzeugt. Es gibt keinerlei chemische Zusätze oder anderes. Und das Wasser wird auch nicht verbraucht, sondern es wird gebraucht, es wird gesammelt am Berg, in der Schneeschmelze, in den großen Speicherseen, die übrigens in der Regel im Sommer Wahnsinns-Touristenattraktionen sind, also immer ein Zugewinn für die Landschaft und ein Zugewinn auch für das touristische Angebot. Dann wird das Wasser darin gesammelt und im Herbst wieder verschneit. Es geht also kein Wasser verloren und es wird vor allem nicht verbraucht, weil es in derselben Qualität danach wieder zur Verfügung steht. Und Beschneiungsanlagen selber werden natürlich auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, denn sie sichern das Pistenangebot, indem sie für Schneegarantie sorgen. Und die Schneegarantie sorgt für die Touristiker wieder für Buchungssicherheit bei den Urlaubern. Das haben wir auch gerade im letzten schwierigen Winter erlebt, dass die Gebiete, die mit der technischen Beschneiung gut ausgestattet waren, einen sicheren Wintersport anbieten konnten. Und dazu schützt natürlich die technische Schneedecke die Vegetation vor Beschädigungen durch Stahlkanten und Ähnliches. Jeder, der in den 70er, 80er Jahren Skifahren war, weiß, dass es dann häufig auch mal die Grasnarbe rausgeschaut. Das ist heutzutage ja absolut nicht mehr der Fall. Und im Übrigen, wenn wir schon beim Thema Zahlen sind, es sind nur 0,8% der bayerischen Pistenfläche, der bayerischen Alpenfläche, die überhaupt saisonal als Piste benutzt wird. Das sind 37 Quadratkilometer und davon wiederum nur 25% überhaupt technisch beschneit. Insofern für Sie unterm Strich, für uns alle, Skiurlaub daheim
in Deutschland, egal ob in Bayern, im Harz, im Schwarzwald, die ja jetzt auch alle öffnen, oder den anderen deutschen Mittelgebirgen, ist und bleibt somit also die nachhaltigste und attraktivste Form, Urlaub zu machen. Wer sich jetzt also seine Skier schnappt und die Saison startet, kann das als Gast an unseren Anlagen auch ökologisch mit gutem Gewissen tun. Als Unternehmen und Menschen vor Ort sind wir ja diejenigen, die von und mit der Natur leben und insofern uns anstrengen, hier mit dieser Ressource bestmöglich umzugehen. Wir pflegen unsere Kulturlandschaft, wir lenken die Besucherströme, auch noch zwei wichtige Funktionen, die die Seilbahnen unternehmen. Und insofern sichern wir unsere Existenz, unsere Natur und unseren Lebensraum für die nächsten Jahre. Und wenn wir schon über das Thema Lebensraum sprechen, dann kommen wir natürlich auch in den Bereich der sozialen Nachhaltigkeit. Und an der Stelle möchte ich gerne an meine Kollegin Antonia weitergeben. Antonia, bitte. Ja, vielen Dank, Henrik. Birgit hat uns ja schon vorgestellt oder hat mich ja schon vorgestellt. Mein Name ist Antonia Asensdorfer. Ich bin in Oberbayern für die Skigebiete am Branneck am Spitzingsee und den Rodelberg am Wallberg zuständig. Wir freuen uns auch, dass wir jetzt am Spitzingsee schon am Wochenende in Betrieb gehen können bei der guten Schneelage, die wir haben. Und Sie haben jetzt jede Menge Zahlen, Daten, Fakten gehört im Schnelldurchlauf von meinem Kollegen Henrik und auch von Matthias zur Wertschöpfung. Und diese Zahlen, Daten, Fakten haben wir versucht, in relativ prägnanter und einfacher Form in unserem neuen Flyer darzustellen. Und hier sehen Sie auch bei dem Flyer einfach, dass wir sowohl Sommer- als auch Winterbetrieb haben, also ganz Jahresdestinationen sind, das zumindest viele von unseren Unternehmen, was sehr wichtig ist. Und ein wichtiger Aspekt, der mir sehr am Herzen liegt, ist tatsächlich, dass wir in der Öffentlichkeit immer sehr, sehr stark über die ökologische Nachhaltigkeit diskutieren. Hat Henrik auch gerade erzählt, was wir da in der Richtung auch schon alles machen. Es hängt aber alles irgendwie miteinander zusammen. Also es gibt nicht nur die ökologische Seite, es gibt die ökonomische Seite und die soziale Seite. Und gleichzeitig ist die ökonomische Seite auch eine soziale Seite, weil wir eben Arbeitsplätze in der Region schaffen. Wir sorgen dafür, dass die Familien in der Region Arbeit haben, dass tatsächlich die Abwanderung also verhindert wird in den ländlichen Regionen. Also wir können unsere Arbeitsplätze nicht irgendwo in die Städte oder irgendwo anders hin verlagern oder online anbieten unsere Dienste, sondern wir bieten eben unseren Service in den Regionen und sorgen da auch dafür, dass die Unternehmen vor Ort eben auch ihr Auskommen haben. Und auch diese Infrastruktur, die wir bieten, diese Attraktivität mit der Gastronomie, mit unserem Seilbahnangebot, mit den weiteren touristischen Angeboten, die da eben zur Verfügung stehen, stehen ja auch den Einheimischen mit zur Verfügung. Weiterer wichtiger Punkt für uns ist natürlich auch, dass wir sehr eng am Berg eigentlich auch mit den Almbauern, mit der Almwirtschaft zusammenarbeiten. Wir pflegen durch unsere Ausgleichsmaßnahmen auch extrem gut die Pisten oder beziehungsweise die Almlandschaften. Durch die Ausgleichsmaßnahmen, die wir überall machen, sorgen wir eigentlich auch dafür, dass die Kulturlandschaft so erhalten bleibt. Das ist uns auch ein wichtiges Anliegen und kommt eben auch wieder den Einheimischen und den Leuten, die in der Region leben, zugute. Weiterer wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht, dass wir auch ein bisschen dafür sorgen, dass wir die Besucherströme besser kanalisieren. Also wo es ein attraktives Angebot wie zum Beispiel Seilbahnen gibt, nutzt man dieses Angebot auch und lässt die sensible Natur rundherum eigentlich auch eher in Ruhe oder mehr in Ruhe. Wir bieten für Menschen mit Einschränkungen auch die Möglichkeit, das Bergerlebnis zu haben, Sommer wie Winter. Also einfach die Leute, die vielleicht es nicht mehr so einfach haben, auf den Berg zu Fuß oder mit dem Radl raufzukommen, können die Seilbahnen nutzen und können auch das einmalige Bergerlebnis nutzen. Und auch die ganze Familie, also vom Opa bis zum Enkel, vom 3-Jährigen bis zum 80-Jährigen können wir bedienen und können wir einfach mit unserem Angebot auch ihnen Freude schenken und die glücklich machen. Aus der Sicht gesehen, denke ich, haben wir wirklich ein gutes, ein wichtiges, auch ein sozial wichtiges Angebot, das wir bieten. Und da darf ich jetzt zurückgeben. Matthias, bist du oder Birgit? Ja, dann würde ich die Fragerunde eröffnen. Bitte.
gibt. Ja, gerne. Ich hätte eine Frage zu dieser Studie. Ich habe jetzt mal ein bisschen durchgeschaut. Und zwar würde mich interessieren, auf welche Methode bzw. diese Erhebung beruft mit den 51, dann auch 1 auf, glaube ich, 51,3. Wie wurde die erhoben? Was sind da für Daten angeflossen? 5,1 auf 5,3? Genau. Also das ist sehr umfangreich. Das sind Daten der Unternehmen. Genau, das sind die Unternehmen, die davon profitieren. Das Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr an der Universität München. Die machen diese Erhebungen für verschiedene Branchen. Das sind Daten der Unternehmen, die dort einfließen. Das sind auch Befragungen und vom Statistischen Bundesamt über Landesamt. Wir können Ihnen aber die Studie auch in etwas ausführlicher Form zur Verfügung stellen, da können Sie das genau nachvollziehen, die Methodik der Erhebung. Also es sind nicht nur von den selbern Unternehmen die Daten, sondern sind auch Daten, wie die Birgit schon sagt, vom Statistischen Bundesamt und aus anderen Erhebungen, die DWEF heranzieht eben und das miteinander verknüpft und vergleicht und dann zu dieser Umwegrendite eigentlich kommt. Ja, das wäre schön, da würde ich mal machen. Mhm, gern. Finden Sie auf der Internetseite. Auch. Noch weitere Fragen? Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken für Ihr Kommen und die Vorstände und auch ich stehen natürlich jetzt noch für Einzelinterviews zur Verfügung. Vielen Dank. Dankeschön.